Hi Leute, da sind wir wieder zurück zum Radsportmanager mit mit Paris-Nizza. Ich glaube, das wird komplett gemacht, Paris-Nizza. So, wir schalten erstmal an, wir gucken uns die Mannschaft an. Petrov sieht nicht schlecht aus. Machen wir auf mal 85. 10 Sekunden Botner auf jeden Fall. Auch seine 85 bleibt dann mal mit 20 Sekunden. Rosato und auf jeden Fall auch die 85, aber vier Sekunden, Roman Kreuzinger auf jeden Fall, das ist natürlich klar, der kann Zeit fahren. Kommt hier auch seine 17 Sekunden. Benatti ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Hallo? 7, genau 7. Ja. Unser Sprinter bleibt. Der kriegt natürlich auch sehr wenig Zeit. Der soll nur 3 Sekunden. Kolok eigentlich gar nicht, aber genau wie Baska. So, dann gucken wir uns mal an, was das Teamzeitfahren wird. Botner ist kein polnischer Zeitfahrmeister geworden. Dieses Jahr, wie wir sehen. Schade. Petrov ist jetzt schon mal als erster raus. Ja, Paris-Nizza steht ja zurzeit auch bald an. Ist ja gerade März bei mir. Also ist gerade der erste, wo ich das hier aufnehme. Und ja, für die Klassiker wie Flandern oder Paris-Roubaix oder E3 habe ich so einen kleinen Favoriten, diesen Stoyan. Jasper Stoyan, der ja dieses eine Rennen schon mal gewonnen hat, einer der kleinen Klassikern, wo er 17 Kilometer am Ende attackiert hat und weggegangen ist und hat auch so einiges, erinnert an Fabian Cancellara. Man hat letztes Jahr von Jens Vogt gehört, weil Jens Vogt hat auch ihn schon als nächsten Cancellara bezeichnet, weil er genauso eine Fähigkeiten hat er gesagt und ja, vielleicht zeigt er dieses Jahr, was er so kann. Und das wäre schon krass, wenn wirklich am Ende dann Jasper Stoyan wirklich dann Flandern vielleicht gewinnt oder das E3-Rennen. Das kann ich mir bei ihm vorstellen. Er ist ein guter Mann. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Botner muss mal ein bisschen reduzieren. Hat einen ganz schönen Hammer drauf. Muss aufpassen, dass wir die anderen da nicht überdrehen. Warte, Kreuziger. Weil, wir haben noch eine Weile und die meisten sind jetzt schon platt. Wir probieren ein bisschen Tempo zu reduzieren. Die zweite Zwischenzeit steht an. IRM da vorne. Und das ist ein richtig schlechtes Zeitfahren von mir, aber kennt man ja nicht anders. Teamzeitfahren, das ist nicht meins. Wir haben wenigstens drei Fahrer vorne. Und der nächste schon wieder raus. Also Kreuzinger hätte die Topzeit geschafft. Sag ich jetzt mal so. So, der dritte, der Nio, und dann kommt erst der fünfte. Am Ende verlieren wir 3 Minuten. Ja, dann sind wir hier nur da, um Etappensiege zu holen. Würde ich mal so sagen. Jo. Ja, aber ich kann mir echt schon vorstellen, dass dieser Jasper Stoyan eine kleine Überraschung wird dieses Jahr. Letztes Jahr hat er ja auch eine Vuelta-Etappe gewonnen. Ist eigentlich ein guter Sprinter. Kann Zeit fahren. Kommt gut über das Kopfsteinpflaster. Also so ein Cancellara kommt gut über die Hügel. Das ist ja auch so eine Stärke von ihm. Also er ist kein Schlechter. Er kann ein ganz großer werden. Er ist noch jung. Aber ich habe ihn schon dieses Jahr als Favorit. So, dann sehen wir uns zur nächsten Etappe von Paris-Nizza. Also spannende Hügel-Berg-Etappe werden wir sehen. Also bis dann oder bis zur nächsten Etappe. Hi Leute, da sind wir zurück zur nächsten Etappe, aber nur kurz, weil wir sehen Angriff von Robert Kreuzinger.
der sich heute mal ein bisschen früher für den Etappensieg entscheidet, mal in einer Ausreißergruppe, aber er hat ja schon einigen Rückschlag durch das Teamzeitfahren. Und wir sehen, er hat schon 25 Punkte für die Bergpreis. Und das heißt, wenn er heute sich hier noch einige schnappt, kann er sich das Bergtrikot schnappen. Und wir sehen, er ist hier der Stärkste schon mal in der Ausreißergruppe und wird sich hier die Erstpunkte schnappen. Wir sehen uns dann auch gleich wieder zu den nächsten Punkten, die er sich vielleicht schnappen holt. Das wissen wir ja nicht, ob er es so lange aushält in der Ausreißergruppe. Also bis gleich. So, da sind wir zurück und wir sehen, okay, Valverde hat sich mit seinen Fahrern abgesetzt vom Hauptfeld und zieht da seine Runden, ja. Vorne zieht Roman Reutzinger Seittempo und wird sich auch diese Bergpreispunkte holen, weil Lusenko, Hermans, Federik, Karen Meyer da ganz schön spät rankommen und es sieht aus, dass, ja, Kreuzinger wird sich die Bergpreispunkte hier eigentlich locker holen können. Macht er. Und da Valverde lässt, wird auch gehängt von Hernandez Lopez. So, Tosato hat einen guten Tag. So, wir wollen noch probieren, aber dass Federik mit uns reinkommt oder rüberkommt, weil es wäre schon schön, wenn er uns hier helfen kann nochmal. Warten halt. So, jetzt mit den Jungs arbeiten. 2 Minuten Vorsprung, also Valverde hat da schon einen Rücksprung. Da ist Dings und da ist Tosato. Oder das müssen wir nach vorne arbeiten. Reutzinger, der darf da wohl fahren. Wenn die da nicht mitfahren, dann müssen wir unser Tempo gehen jetzt. So, ich glaube, das lassen wir jetzt mitlaufen. Ne, wir sehen uns dann gleich wieder zum nächsten Bergpreis. Also, bis gleich. So, da der nächste Berg kommt und wir sehen, Tom Dumoulin greift an. Können wir ja probiert hinter. Wir sind jetzt noch 1,5 Kilometer hinter den Bergpreispunkten. Die müssten wir gewinnen. Sind wir ins Trikot mit den roten Punkten auf das weiche T-Shirt. Tom Dumoulin hat einen guten dritten Nibali, kommt jetzt. Oh mein Gott, jetzt wird's knapp. Und die Jungs, die Fans feuern uns an. Tom Dumoulin, 1 Kilometer noch. Kreuzinger kämpft jetzt. Muss er halt auch. René, du kommst jetzt hier nicht an uns vorbei, kannst du vergessen. Wir wollen die Punkte haben. Wir wollen die Punkte haben. Und die haben wir auch. So, es geht aber weiter. Aber wir sind zufrieden mit Roman Kreuzinger. Wir haben unsere Punkte. Wir werden uns jetzt ja mit 60 hier locker durchballern. So, Tosato kann mal locker gehen hier. Fährt da hier keine schlechte Zeit? Wie fährt er denn eigentlich Abstand auf Kreuzinger? 8 Minuten bloß. So. Pinot, Bardet, Valverde, Barkelands. Alle abgehangen und Kreuzinger ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn er jetzt hier nochmal den letzten Berg hier nochmal ein bisschen auch souverän rüberkommt, kann er doch nochmal gut in der Gesamtwertung kommen, ne? Wäre doch auch schön. Hat jetzt wieder seinen Tritt gefunden, die letzten 10 Kilometer gehen rein. Da ist Simon Spielberg, der greift jetzt an, der will auch an Valverde vorbeigehen. Da ist Neve König, da ist die andere Gruppe und die ist schon etwas weiter hinten und das könnte Glück sein für Kreuzinger. Da ist die Spielberg vorbei, da ist Valverde, der fertig ist. Barkelands hinter ihm, er hat einen guten Tag. Spieler kommt da vorne nochmal ran und wenn am Ende nochmal ein Zeitfahren gibt, dann ist das Beste für Tom Dumoulin, wenn er hier dran bleibt, weil als Zeitfahrer ist er natürlich der Beste. Da sind wir, da kommt Barkelands, zieht jetzt an für Valverde, das ist eigentlich auch ein bisschen Bullshit, aber ist ja egal. Karen Meyer, der in der Gesamtwertung 44 da ist, aber es ist auch kein Ding, wenn wir jetzt hier die Plätze verlieren. Wir gehen mal vorne, heute konzentrieren wir uns mal auf den auf das Finale, wer hier nochmal angreifen tut oder wer überhaupt noch kann. Und wir sehen, Spielag ist fertig. Wo er es probiert hat, da nochmal ranzukommen. Tom Dumoulin. Der Tritt sieht noch gut aus.
Bardet, der mit Pinot nochmal rangekommen ist an die Gruppe von Nibali, Tom Dumoulin und Christopher Froome, und die scheint es jetzt ein bisschen lockerer zu machen. Wir wurden eingeholt, ist aber kein Ding, jetzt gehen wir wieder nach vorne, der letzte Kilometer. Wir sehen, Bardet zieht den Sprint an, Bardet vor Pinot, Bardet gegen Pinot. Pinot kommt dann noch vorbei, nein, Roman Bardet holt sich den Etappensieg. Vor alle anderen, vor Froome, Nibali, Tom Dumoulin. So, jetzt kommen die nächsten, Simon Spilak ist drin, dann kommt Jan Barkelands, gutes Bergfahren, also dann kommt Valverde und dann kommt schon Roman Kreuzinger, dann Neve, also ein richtig gutes Ding hier von Kreuzinger in der Ausreißergruppe und dann so gut da vorne dabei geblieben, Warmbagi, Esteban Chavez, Pools, Bennett, König und Thomas Vöckler. Ja, natürlich, Vöckler darf da nicht fehlen. Cameron Mayer auch nicht schlecht. Anaconda und dann kommt die andere Gruppe. Und jetzt können wir ein bisschen schneller machen. Gucken, wann Tosato reinkommt. Als eigentlich starker, ja, ebene Fahrer. Aber der beste Bergfahrer war ja noch nicht. Noch nie. 15 Minuten ist nicht schlecht. Petrov, der heute viel Zeit verloren hat. Aber ne, ist ja egal, das sind die Jungs, die sind nicht so wichtig. Der Zeitfahrer Bottner, der wäre schön, wenn er noch in der Karenzzeit bleiben würde. Und das ist er auch. Und dann sehen wir uns zurück. Oder gucken wir nochmal. Komm, gucken uns noch das Podium an. Von Roman Bardet, ist ein sympathischer junger Bursche. Da sehen wir Kreuzinger. Wir gucken mal, wo wir jetzt in der Gesamtwertung sind. Da sehen wir Pinot vor Bardet, 2 Sekunden, dann kommt Froome, dann kommt Nibali, kommt Tom Dumoulin, Simon Spilak, Valverde, Jan Barklands, Neve, König. Wir sind nicht unter den Top 10, ist aber auch nicht schlimm, wir wollen die Bergbestwertung, das können wir uns auch nochmal angucken, weiter. Die Punktewertung hat Alejandro Valverde, ist natürlich auch was, das kennt man, er ist guter Sprinter. Roman Kreuzinger, erster in der Bergbestpunkt, das ist schön. Das wollen wir, das Ding wollen wir jetzt auch holen. Also sehen wir uns zum nächsten Zeitfahren oder Berg, oder zum nächsten Hügel, ich weiß nicht. Also, bis gleich. Hi Leute, da kommen wir nochmal zurück zum Zeitfahren. Ja, Kreuzinger ist drin, Bergpreispunkte. Könnte er jetzt haben, weil er hier die Bergpreispunkte hier geschnappt hat. Hier den Ehen hier, das, da gibt man nochmal 10 Punkte. Und das könnte heißen, dass er am Ende doch noch die Bergpreispunkte gewinnt. Es kommt jetzt nochmal ein paar Fahrer aus der Top 10. Kreuzinger ist bis jetzt, also ich glaube, zweitbester mit 1,34 Rückstand. Also einiges Rückstand, also. Aber er könnte sich, ich glaube, noch ein paar Positionen, aber nicht viel, verbessern. Wir gehen einfach mal weiter durch und gucken uns das am Ende an. Thomas Vöckler, also kein schlechtes Zeitfahren. Pinot, König gut. Nee, Vöckler ein richtig gutes Zeitfahren, dritter. Und wer holt sich das am Ende, das ist die Rundfahrt? Chris Froome, der hatte einiges Rückstand auf. Oh ja, viel Zeit verloren. Jetzt kommt Roman Bardet, das sieht nicht schlecht aus. So, am Ende reicht es, die große Frage. Ich glaube ja. Pinot verliert viel Zeit, ja. Tom Dumoulin, zweiter der Gesamtwertung, müsste es dann sein, ne? Wir gucken mal. Ja, Nibali, dritter Froome. Vierter Tom Dumoulin, fünfter, das ist knapp am Ende geworden. Valverde, siebter Barkelands, achter König, neunter und Pinot, zehnter. Punktewertung, Valverde jetzt kommt. Ja, Roman Kreuzinger holt sich am Ende noch das Bergtrikot. Wenigstens gehen wir damit ein Trikot hier vom Feld. Weil kurz Kreuzinger war dann am Ende noch verletzt, krank wurde er. Am Ende der Rundfahrt hier. Deswegen freue ich mich darüber sehr. Bagi wird besser der Nachwuchswertung. Und ja, dann sehen wir uns wieder zu Mailand San Remo. Nee, was kommt nach Paris-Nizza? Doch, Mailand San Remo. Genau. Ja. Dann sehen wir uns dann mit Peter Sagan. Als Weltmeister wollen wir das Ding hier gewinnen. Also haut rein. Bis dann und ciao.